Also wir bei der Austria Technik sind natürlich immer auf der Suche, Verbesserungen zu finden, wie wir einfach Abläufe schneller abhandeln können. Wir bewerten gerade verschiedenste Einsatzszenarien, die wir glauben, mit der Drohne abdecken zu können. Einerseits sind das Blitzschlaginspektionen, andererseits kontrollieren wir das Vorhandensein von Aufklebern am Flugzeug. Wir beobachten die Lackqualität und sind auch am Evaluieren, ob wir andere Schäden wie Kratzer, Beulen am Flugzeug erkennen können. Normalerweise, ein Blitzschlag ist für die Passagiere ja nicht gefährlich oder sonst was. Den merken sie kaum, aber die Struktur muss nachher kontrolliert werden. Vor Abflug der Drohne müssen gewisse Eckdaten eingegeben werden, wie zum Beispiel die Höhe des Flugzeuges an 4 Punkten, dann der Zustand des Flugzeuges. Mit der Drohne können wir die Inspektion auf 2 Stunden reduzieren und nebenbei liefert sie exakte Daten, Positionen, wo die Beschädigungen sind. Also wir rechnen damit, dass wir circa anstatt dieser 4 bis 10 herkömmlichen Inspektionsstunden knapp 2 Stunden nur mehr dafür benötigen. Ablaufen wird das so, das Flugzeug kommt in den Hangar, die Drohne fliegt das ab, das dauert circa knapp über 1 Stunde und anschließend gibt es verschiedene Softwarelösungen, die Analyse der Daten vom Flug auswerten. Die Software zeigt dann eben an, wo diese potenziellen Blitzschläge sind, wo sie sich befinden, mit der genauen Position am Flugzeug. Und die können dann einerseits entweder schon direkt am Tablet genau untersucht werden, beziehungsweise ein zertifizierter Techniker geht zum Flugzeug und verifiziert den Schaden noch einmal als letzte Instanz. Also aktuell setzen wir die Drohne nur in Wien ein, nur auf unserer Hauptbasis. Es ist aber angedacht, dass wir längerfristig das Produkt natürlich weiterentwickeln, gemeinsam mit dem französischen Hersteller. Das heißt, wir fangen jetzt im ersten Schritt an, nicht nur die Airbus-Flüge zu machen, sondern auch unsere Embraer-Flotte zu integrieren. Längerfristig ist dann natürlich auch zu überlegen, ob wir das auf die Langstrecke ausweiten können, beziehungsweise auch auf Außenstationen einsetzen können. Austrian, the charming way to fly.